Oh, du meine Güte! Eure Kostüme machen mich ganz puzzelig. Hey, das sieht genau aus wie mein Cousin George. Lecker, das passende Puzzlestück ist in meinem Magen. Frohes Halloween! Frohes Halloween. Frohes Halloween! Viel Spaß, meine Kleinen! Süßes! Oh, Lutscher, wie vorhersehbar. Ja, vorhersehbar, lecker. Sauer. Reingelegt. Das war nur ein Spaß. Hier sind eure Süßigkeiten. Danke. Halloween ist großartig. Ich glaube, ich wurde geboren für diesen Feiertag. Um genau zu sein, ist exakt das passiert, Jack. Das macht so viel Spaß. Ich liebe Halloween. Ich wünschte, wir hätten das jeden Tag. Wir können davon noch viel mehr haben, wenn wir dem gelben Ziegelsteinweg folgen. Das klingt großartig. Dem Ziegelsteinweg folgen. Dem Ziegelsteinweg. Was ist? Wir können dem gelben Ziegelsteinweg nicht folgen, weil er da zu Ende ist. Folgen wir stattdessen dem roten Ziegelsteinweg. Das ist eine gute Idee. Folgen wir dem roten Weg. Verrückt das nicht. Was ist denn mit dem roten Ziegelsteinweg? Niemand geht diesen Weg entlang. Ich weiß noch nicht mal, wo der hinführt. Und ich weiß eigentlich alles über Oz. Oh, er führt uns zu Gespenstern und anderen fiesen Geistern. Wenn wir alle dicht beieinander bleiben, brauchen wir keine Angst zu haben. Holen wir uns noch mehr Süßigkeiten. Oh, wir können das nicht machen, es ist zu dunkel. Ich habe hier etwas. Oh, ich habe eine Idee. Das nenne ich mal seinen Kopf benutzen. Ah, mir gefällt die Dunkelheit besser, dann sehe ich nicht, was mir Angst macht. Hey, da können wir mit Süßes oder Saures weitermachen. Oh, nein, 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 das Haus ist verflucht, da bin ich mir sicher. Ich muss Löwe zustimmen, dieses Haus sieht nicht sehr einladend aus. Der Letzte an der Tür ist ein faules Ei. Faul? Oh, es gibt nichts Schlimmeres als einen verfaulten Kürbis. Egal, wie gruselig dieses Haus ist, wir können sie nicht allein gehen lassen. Und erinnert euch, was Dorothy gesagt hat, Freunde bleiben immer zusammen. Hey, Freunde, wartet auf mich! Habt ihr das gehört? Das Haus ist verflucht. Löwe, dieses Haus ist nicht verflucht. Es haben nur die Stufen geknarrt. Oh, habt ihr das gesehen? Das war nur ein Luftzug, der den Vorhang bewegt hat. Was war das? Das Haus ist doch verflucht. Rennt! Freunde, was ist mit euren... Süßigkeiten. Wie es aussieht, ist das der Teil von Halloween, von dem Dorothy nichts erzählt hat. Oh! Geht es euch allen gut, Toto? Ja, ich glaube, ja. Alles gut. Oh, ich weiß genau, was mich beruhigen kann. Süßigkeiten. Eine Tatze voller Süßigkeiten. Hast du sie? Ich hab sie nicht. Ich dachte, du hast die Süßigkeiten. Wo ist Jack? Ich bin hier. Oh, bitte, Jack, sag mir, dass du Süßigkeiten in deinem großen Kopf versteckst. Oh, ich wünschte, das wäre so, Löwe. Aber da kamen diese beiden lachenden Arme und dann waren alle Süßigkeiten weg. Oh. Und ich hatte gehofft, dass Blechmann und Vogelscheuche mir ihre Süßigkeiten geben, weil sie sich ja eh nicht essen. Ihr seid doch aus Metall und Stroh. Ihr esst nicht. Ich weiß, wie wir unsere Süßigkeiten wiederkriegen. Sag bitte nicht, wir müssen in dieses Haus. Also, wir müssen in dieses Haus. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Können wir sie alleine gehen lassen? Nur heute, bitte. Oh. Na gut, das war wohl ein Nein. Hallo? Wir wollen unsere Süßigkeiten wieder haben. Genau, wir wollen unsere Süßigkeiten. Hey Jack, du kannst auch keine Süßigkeiten essen. Ich weiß, es ist nur schön zu sagen, wir wollen unsere Süßigkeiten. Hallo? Ist hier irgendjemand? Bitte lass niemanden hier sein, lass niemanden hier sein. Monster! Das ist nur altes Zeug. Davor müssen wir keine Angst haben. Ich habe ein paar Freunde, die so aussehen. Ich hatte keine Angst. Ich habe nur Jack festgehalten, damit er keine Angst hat. Denn er ist ja noch neu bei uns. Oh, danke, mein Freund.
Entdecke noch mehr coole Videos, indem du den Boomerang-YouTube-Channel abonnierst.